als die Menschen wieder in der Natur, in der Gemeinschaft zusammenkamen. Und plötzlich, wie du sagtest, und die Betonung liegt zu 100% auf richtig, beeinflussen wir alles um uns herum, die Pflanzen, die Umwelt, alles. Also ich tue, was ich kann in meinem Garten, um viele Insekten zu haben. Diese Sache mit der Sphärenharmonisierung, die ich mache, dieses Wüstenbegrünen, ist sehr gut. Ich werde dir später mehr Informationen darüber geben. Aber für all diese Dinge haben wir eine Lösung. Für alles. Aber wir müssen nicht nur unseren Verstand in einen positiven Zustand oder in einen lösungsorientierten Zustand halten, sondern wir müssen auch mit unseren Händen handeln. Ich vermute, wenn du in deinem Garten arbeitest, bist du in einem glücklichen Zustand. Wenn du an deinem Garten arbeitest, arbeitest du in Harmonie mit der Umgebung und du und die Umgebung werden zu dieser Harmonie und du im Garten arbeitest. Du bleibst mit deinem Geist bei den Händen und der Erde und Berührung und dem Gefühl und dem Geruch. Und ich sage, oh, jetzt bist du ein Teilnehmer. Du nutzt deine Energie, um eine Umgebung zu manifestieren. Das ist deine Macht. Und das ist es, was die Menschen brauchen. Diese unmittelbare Rückmeldung. Ich denke, es ist absolut einfach und schnell zu sehen, wie dankbar zum Beispiel Pflanzen sind. Also in diesem Garten hier zum Beispiel, da braucht es etwas Unterstützung. Natürlich, wie überall. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir beide unsere Fähigkeiten als Wissenschaftler einsetzen. Ich habe zum Beispiel einen Blick auf diese Sphärenharmonie-Sache. Ich habe morgens und abends eine Menge Videos gemacht und dabei die Wolken beobachtet. Die Wolken sind der Schlüssel. Wenn diese Wolke eine gesunde Form hat, wie wir beide sie noch in Erinnerung haben, dann kann man sehen, ob die Umgebung und alles in Ordnung ist. Wie kann ich in meinem Garten in einem Jahr alles regenerieren, was ich kann, um die dichteste, nährstoffreichste Nahrung zu bekommen, die besten, gesündesten Pflanzen, die wildesten Gene in ihnen, die wieder aktiviert werden, nur mal so nebenbei gesagt. So habe ich herausgefunden, dass es absolut notwendig ist, etwas zu tun, was das Leben unterstützt, gerade in solchen Zeiten, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. Und ich denke, es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern, dass es an uns liegt, unsere Macht zurückzuerobern. Selbstermächtigung, dass wir aufhören müssen zu sagen, ich bin ein Opfer. Denn wenn du sagst, du bist ein Opfer, dann wird dein Gehirn die Chemie des Opfers in deinem Körper übertragen und das ist Entmachtung. Der Gedanke daran, ein Opfer zu sein, kann dich krank machen, weil du damit eine Realität in deinem Kopf manifestierst. Und dann können wir den ganzen Tag zurück zum Transhumanismus gehen. Ich sage, warum sollte ich auf einen Chip warten, der mich repariert? Ich kann hier und jetzt in meinem Kopf alles ändern, was ich will. Und Energie ist Leben. Wir wollen also die Energie nicht verschwenden, sondern wir wollen die Energie nutzen, um die Dinge zu manifestieren, die wir wollen. Wenn du deine Energie für andere Dinge verwendest, bringt dir das gar nichts. Ich sagte, nun, dann hast du deine Chance vertan. Du hast dein Geld ausgegeben und jetzt hast du nichts und jetzt gefällt dir nicht, was du hast. Und ich sage nun, ihr müsst dieses andere Zeug loslassen und anfangen, das Geld wieder in euer eigenes System zu stecken, in deine eigene Energie. Ganz genau. Das ist das, was wir tun wollen. Das ist die große Botschaft für die Gemeinschaft, mit der wir heute sprechen, denn die Gemeinschaft der Menschen sind wir. Du bist ein Schöpfer. Du wurdest programmiert und dein Leben kommt nicht von deinem kreativen Bewusstsein. 95% kommen aus dem Programm. Du lebst dein Leben nicht. Wenn du dein Leben leben willst, musst du anfangen, diese Programme anzupassen, dass sie dich unterstützen. Programme, die dich unterstützen, anstatt dich auszunutzen. Ich danke dir so sehr für deine Unterstützung, Bruce. Ich weiß, wie beschäftigt du bist. Meine liebe Heidi, Schatz, liebste Heidi, weißt du, wir haben unsere Verbindung vor Jahren geknüpft und wir sind immer noch verbunden. Wir sind verbunden und du bist hier, um mich zu unterstützen und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Das ist das Zeichen, was wir versuchen, anderen Menschen zu sagen. Wir müssen nicht am selben Ort sein, aber wir sind dieselbe Gemeinschaft. Ja, und wir müssen nicht jeden Tag miteinander reden. Manchmal ist es nur ein paar Mal im Jahr, wenn überhaupt, aber wir sind immer noch miteinander verbunden. Und ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben,
Und ich danke dir. Du warst und bist meine Inspiration. Erinnere dich an die Zeit, als ich als Doktorandin anfing, und du hast sofort geantwortet. Und das ist nicht üblich, Bruce. Dafür möchte ich dir wirklich auch danken. Du bist Teil meiner Gemeinschaft, weil du verstehst, worüber wir reden, sodass wir diesen Dialog führen können. Aber dann können wir gemeinsam all den anderen Menschen helfen, die nicht verstehen, worüber wir reden. Und doch nennt man uns Biowissenschaftler, Lebenswissenschaftler, Biologen, Leben. Deshalb wollen die Leute mit den Ökonomen reden und sie wollen mit den Psychologen reden und sie wollen mit den Soziologen reden. Und ich sage, wir müssen mit den Biologen reden, weil das die Grundlage des Lebens ist. Bruce, ich danke dir sehr und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin so froh, bei dir zu sein, weil ich weiß, dass die Leute zuhören, wenn wir reden, und dass wir ihnen die Möglichkeit geben zu sagen, wenn es euch nicht gefällt, wie es ist, könnt ihr es ändern. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr es wollt, aber ihr müsst euch von der Programmierung lösen, die euch entmachtet hat. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir unterm Strich mit nach Hause nehmen. Ich sage, wir sind nicht begrenzt. Wir nutzen nur nicht die Kräfte, die uns gegeben wurden. Und wenn wir das täten, dann wäre Transhumanismus eine sehr dumme Geschichte, weil wir sie nicht brauchen. Wir sind mächtiger als das. Ganz genau. Und der erste Schritt ist, die Entscheidung zu treffen. Ich nehme meine Macht zurück. Ja, und dann einen Schritt machen, denn viele Leute denken, ja, ich bin mächtiger, als ich sein kann, aber ich habe nichts getan und mein Leben ist immer noch dasselbe. Und ich sage, ja, bis du etwas tust, bleibt es genau so, wie es ist. Also nimm dir vor, etwas zu tun und dann mach einen Schritt. Machen Sie einfach einen Schritt. Ja, ganz genau. Hört einfach auf Bruce. Wenn ihr mir nicht glaubt, hört auf Bruce. Danke, Bruce. Auf Wiedersehen.